Mindes befindet sich gerade in Breslau in Polen. Noch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg lebten in Breslau 200.000 Deutsche und nur 18.000 Polen. Man findet natürlich in der Stadt noch einige deutsche Spuren, allerdings muss man danach extra suchen. Die findet man nicht sofort und nicht überall. Hier sehen wir zum Beispiel auf der Fassade dieses Gebäudes eine Inschrift Teppiche. Hier gab es anscheinend einen Laden, wo man Teppiche kaufen konnte. Wir befinden uns gerade in der Breslauer Innenstadt und hier gibt es natürlich nicht so viele deutsche Spuren, weil die Innenstadt komplett neu restauriert wurde und die deutschen Spuren verschwunden sind. Allerdings finden wir eine relativ gut erhaltene Fassade und ganz oben steht da eine Inschrift auf Deutsch, erbaut 1905 und 1906. Wie ich gerade schon erwähnt habe, mussten alle deutschen Spuren beim Aufbau der Stadt verschwinden. Deswegen wurden einige deutsche Denkmäler erst später entdeckt und restauriert, wie dieses. Das ist ein Kriegsdenkmal, welches den im Ersten Weltkrieg gefallenen Lehrern und Schülern des Matthäus-Gymnasiums gewidmet ist. Jetzt befinden wir uns in der Oder Vorstadt. Hier findet man schon etwas mehr deutsche Spuren, natürlich wenn man genau hinschaut. Wie hier zum Beispiel. Hier befand sich ein Atelier von Ernst Krause und der heutige Besitzer dieses Hauses hat einen Teil der Renovierungsarbeiten durch die Förderung finanziert mit der Bedingung, dass er die deutsche Inschrift behält. Einige Inschriften erkennt man natürlich ziemlich schlecht. Hier sehen wir, dass ein Teil schon besprayt wurde. Hier stand Werkstatt für moderne Fußbekleidung und noch ein Wort, welches man jetzt kaum noch erkennt. Rüdigerer Straße 50. Hier in dieser Türrahmung sehen wir vier Szenen aus dem Familienleben, natürlich aus einem ziemlich konservativen Familienbild. Hier sehen wir, dass die Frau putzt und sich um die Kinder kümmert und der Mann entspannt sich und raucht und prüft das Essen, ob es schmeckt und gut riecht. Wir sehen, dass die deutschen Inschriften schon ausgemeißelt wurden. Wir vermuten aber, dass es hier die Phrase "Zu Hause ist doch am schönsten" stand. In dem Haus hinter mir gab es irgendwann ein Lebensmittelgeschäft. Die Inschrift kann man jetzt kaum noch erkennen. Aber wir richten unser Blick nach oben und sehen dort die Wetterfahne, wo man die Buchstaben B und O, also für West und Ost, auf Deutsch erkennen kann. Teilweise versucht man, die deutschen Spuren in die Stadtlandschaft wieder zu integrieren, wie hier zum Beispiel. Hier hat man die deutschen Inschriften gefunden und die restauriert. Die kann man jetzt relativ gut sehen. In dem Gebäude, welches wir gerade gesehen haben, befanden sich die Spedition und Kohlensäurevertrieb. Und hier gab es irgendwann die Möbelfabrik von Herrn Scholz. Manchmal sieht man die deutschen Spuren in ganz alltäglichen Dingen, wie zum Beispiel auf dem Gasdeckel oder auf dem Hinweisschild Wasserschieber. Das war unsere kurze Entdeckungstour in Breslau. Und wenn ihr neugierig geworden seid und noch weiter nach den deutschen Spuren suchen möchtet, kann ich euch gerne diese Broschüre empfehlen. Außergewöhnlicher Spaziergang auf den deutschen Spuren in Breslau. Sie wurde von der Deutschen Sozialkulturellen Gesellschaft in Breslau entworfen.